Gute zwischenmenschliche Beziehungen sind für uns Menschen wichtig. Sie machen uns glücklich und sie tragen auch zur Gesundheit bei. Aus der Forschung wissen wir, dass zum Beispiel Einsamkeit das Immunsystem schwächen kann und auch psychische Folgen hat. Wie können wir also in Zeiten körperlicher Distanz etwas für unsere emotionale Nähe tun? Dafür möchte ich dir in diesem Video ein paar Impulse vorstellen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Enge soziale Beziehungen über eine räumliche Distanz hinweg sind für viele Menschen völlig normal. Und auch Forschungsergebnisse zeigen, dass diese Beziehungen emotional erfüllend sein können. Neu ist allerdings, dass nun auch viele Alltagsbeziehungen mit räumlicher Distanz gelebt werden. Das nagt an unserer Psyche, denn wir sind soziale Wesen. Das Wichtigste ist deshalb, dass wir einander nicht vergessen, nur weil wir uns nicht regelmäßig treffen. Dafür lohnt es sich, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, welche Menschen in unserem Leben sind und was sie uns bedeuten. Führe zum Beispiel eine Art Ritual ein und nimm dir morgens oder abends vor dem Schlafen Zeit, um an all die Menschen aus deinem Umfeld zu denken. Das können die Menschen sein, die dir besonders am Herzen liegen. Das können aber auch Kollegen sein oder auch Fremde, denen man im Supermarkt begegnet ist. So ein Ritual kann helfen, sich zu vergegenwärtigen, dass wir alle Teil eines großen Netzes sind. Und es kann eben auch helfen, dass wir uns öfter bei anderen melden und offener für die Kleinigkeiten des Alltags werden. Wenn die großen Treffen nicht gehen, dann sollten wir besonders auf die Kleinigkeiten achten und dort unsere ganze Energie reinstecken. Das kann ein Türaufhalten beim Einkaufen sein oder auch ein Nachfragen in der Nachbarschaft, ob jemand Hilfe braucht. Und auch kleine Gesten sind ein großes Zeichen. Zum Beispiel einfach so eine Postkarte schicken oder ein Buch oder eine CD mit Lieblingsliedern. Und noch öfter eine SMS, eine Sprachnachricht, eine E-Mail oder eben auch anrufen. Und dafür kannst du dich fragen, wer tut mir gut? Oder auch, für wen will ich heute was Gutes tun? Oder du fragst dich vielleicht, wem geht es denn in meinem Umfeld gerade nicht so gut und für wen hätte mein Melden einen besonders hohen Wert? So wie es völlig normal war, mit Kollegen am Kaffeeautomaten zu plaudern, brauchen wir nun neue soziale Rituale, die wir in unseren Tagesablauf einbauen. Du könntest dich zum Beispiel jeden Morgen für eine Person aus deinem Netzwerk entscheiden und dich fragen, wie kann ich sie heute kontaktieren oder wie kann ich sie heute vielleicht auch überraschen. Denn so wie sich ein Fußballspiel ohne Zuschauer seltsam anfühlt, fühlt sich auch ein Leben ohne soziale Kontakte irgendwie leer an. Deshalb ist es so wichtig, sich immer wieder zu fragen, wie sich denn die sozialen Beziehungen, die man hat, so gut wie möglich leben lassen. Wenn jeder an jemanden denkt, wird an alle gedacht. Du hast Lust auf neue Themen jede Woche? Dann abonniere doch einfach hier diesen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du kein neues Video. Über einen Daumen nach oben von dir würden wir uns sehr freuen. Und wenn du Fragen hast, dann lass uns doch einfach einen Kommentar da. Auch Themenvorschläge wären klasse. Und hier gibt es noch ein paar interessante Videos für dich. Bis nächste Woche, euer René.